Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Frontier. Wir haben eine Mission, liebe Freunde. Wir haben mehrere Missionen, liebe Freunde. Habe ich einfach mal eiskalt so gut wie keine Erfahrungspunkte für den Endboss bekommen. Das ist unglaublich. Ich war ja schon Anfang letzter Folge und vorletzte Folge Level 95. Hab den Endboss besiegt und das ist hier so ein kleiner Strich gerade mal. Hat mir so gut wie gar keine Erfahrungspunkte gebracht. What? Na gut. Wir sind jetzt hier Beziehungen. Genau. Cinnamon. Wir brauchen noch 1,5 Herzen bei ihr ungefähr. Und das kriegen wir natürlich am besten mit Magic Crystals hin. Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass man anscheinend doch 10 Herzen braucht, bis man das Verlobungsevent mit ihr hat, irgendwie so. Und dann muss man dann am sonnigen Tag mit ihr reden. Und ja, das haben wir jetzt wohl alles noch vor uns. So, ja, schauen wir mal. Krieg mal hin. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin gerade ja noch nicht so optimal vorbereitet. Guten Morgen, Junge. Es sind deine Väter bestellt. Je besser deine Väter gedeihen, desto glücklicher werden Runen und Runis. Wie geht's denn mit der Hauptstory nochmal weiter? Wir haben keine Kastanienblumensaat mehr. Was sollen wir jetzt nur tun? Wie war... Ach, ich erinnere mich. Okay, ich weiß, wie es weitergeht. Natürlich. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ja, gut. Wie es Hauptstory weitergeht, weiß ich wieder. Ach ja, hier. Ihr seid am Quatschen, ja, Mädels. Gut, reden wir mal hier mit euch. Was geht ab, meine Freunde? Guten Morgen, Yumi! Oh, sollen wir etwas unternehmen? Oh, wollen wir was unternehmen? Oh, warte, ich bin nur zum Reden hier erstmal. Du gehst also zu den Schneeruinen. Es ist dort nicht sehr kalt. Wenn du frierst, komm einfach zum Badehaus. Ja, super. Guten Morgen, Yumi. Ja. Geld ist wichtig, um leben zu können. Aber wenn du mehr als nötig besitzt, wird es dir nur Kummer und Sorgen bereiten. Bitte jage dem Geld nicht zu sehr hinterher, Yumi. Ja, ich hab 280.000. Kannst gern was abhaben, ich brauch das nicht. Oh, sollen wir was unternehmen? Oh, ja. Guten Morgen, Yumi. Ja, schönes Wetter. Ja, ja, fischen. Ja, toll. Ich will was mit dir unternehmen. Ja. Mit mir? Ja, ich dachte da an die Nacht der Heiligen. What? Okay, ich sag einfach mal ja. Die Nacht der Heiligen? Ist das ein Nein? Ich habe nicht Nein gesagt. Ich war nur überrascht. Die Nacht der Heiligen ist etwas ganz Besonderes. Ich werde es mir offen halten. Wollen wir uns um 9 Uhr abends am Waldeingang hinter der Kirche treffen? Was ist denn die Nacht der Heiligen? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Zum Glück habe ich das nicht beim Melody gemacht. Nacht der Heiligen. Ich schreibe mir das mal auf. Was ist das? Also, Heiligabend? Aber es ist gerade mal Herbst. Das wäre dann halt doch über einen Monat. Also, und aber 9 Uhr, ja? Die Frage ist, morgens oder abends? Ich meine, wenn das 9 Uhr ist, eigentlich morgens, aber wenn das die Nacht der Heiligen ist, ist das vermutlich dann 21 Uhr. Also 9 PM quasi. 9 Uhr Abend, 24. des Winters. Alles klar. Wow, das ist ja noch über einen Monat hin. Kann ich mich auch noch mit ihr verabreden? Cool, wir haben ein Date. Für in einen Monat. Ganz toll. Also ja, das ist, denke ich mal, gut vorausplanend. Hier, hast du Fisch. Hier, hast du Fisch. Thank you. Hier hast du Fisch. Ja, ich werde jetzt vermutlich offscreen oder so. Muss man mal gucken, wie wir das machen. Ein bisschen Magic Crystals sammeln. Vielleicht machen wir das auch zusammen in dieser Folge. Dass wir ein bisschen was farmen an Magic Crystals. Yumi, gibt es jemanden? Schon gut. Ja, du. Du bist meine Traumfrau. So, gut. was wollte ich jetzt eigentlich? Irgendwas? Ach ja, ich wollte gucken, wie gut ich jetzt hier wieder mit Cinnamon auch rauskomme. Es kann sein, dass es nach 8 Punkten, Liebespunkten nicht weitergeht, weil man dann wieder so bestimmte Events machen muss.
Sieht gut aus. Ja, trotzdem. Ich habe aber vergessen, muss man die Zehen nochmal extra voll machen? Nee, ich glaube, es ist egal, ne? Also jetzt dann knapp nur noch einen Liebespunkt bei ihr. Gut, dann ganz viele Magic Crystal sammeln und ab geht's, ne? Okay. gut. Aber nebenbei, also ich muss mich jetzt quasi so ein bisschen auf die Hochzeit vorbereiten, die wir hoffentlich auch nochmal haben werden. Und halt auf den Endkampf. Für den Endkampf hätte ich gerne bessere Tränke. Aber ich habe, glaube ich, noch genug richtig gute Tränke. Ich habe nur diese Billigtränke jetzt genommen. Ja, hier die richtig fetten Energy Drink X. Das sind die richtig guten. Die nehme ich dann für den Endkampf. Ich meine, wann bin ich da? Und dann werde ich noch so ein bisschen Sashimi oder sowas zubereiten für meine Runenpunkte. Und dann müsste ich eigentlich soweit ganz gut gewappnet sein. Hoffen wir es jedenfalls. So, jetzt kommt... Hi! Mädchen, oh! Bist du aus dieser Gegend? Ja! Ach, wirklich? Ich dachte, diese Gegend wäre unbewohnt. Ich hatte die Idee, eine Kirche an dieser Stelle zu errichten. Oh! Dieser Platz hat eine ganz besondere Anziehungskraft. Es ist ein Traum von mir, an diesem Ort eine Kirche und ein Dorf zu bauen. Schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, ich habe irgendwie was davon gelesen, dass die irgendwie in Verbindung mit Stella steht. Dieses komische Mädel. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier auftaucht. Nee, die taucht auch hier nicht in meiner Freundschaftsliste auf. Ja. Jedenfalls. Das Problem ist ja bekannt. Ihr habt das Problem bestimmt schon wieder inzwischen vergessen, weil so viel Zeit zwischen den einzelnen Folgen liegt. Aber das Problem war ja, dass wir von 12 verschiedenen Maiden 12 Blumen, also die haben mir jeweils einen Samen gegeben und die haben eine Blume gezüchtet, haben die uns gegeben. Und wir dann so, ja geil, 12 Blumen von 12 Maiden, genau das ist es, das brauchen wir. Das Problem ist aber nur, dass Iris und Iris beide dieselbe Blume gezüchtet haben, weil sie beide ja ein und dieselbe Person sind. Und wir brauchen jetzt noch von einer 12. Maid eine Blume. Aber wir haben keine 12. Maid, weil die 12. Maid entführt wurde. Aber was ihr vielleicht sehen könnt, ist... Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das sieht man bestimmt, weil ich das nicht ausgestellt habe. Das sieht man eine Maus, glaube ich. Und wenn man hier oben... Also nicht hier, die müssen wir ignorieren. Da oben rechts... Aber hier oben links, da sehen wir was. Und da hat ja einmal Tau etwas angepflanzt. Und was ist das? Hey, die Blume, die Pfau... Die Pfau, genau. Die Tau gepflanzt hat. Hä? Das ist... Du hast Zwitterblume erhalten. Bam, Bitches. So, und was sagt ihr jetzt? Wie kann ich dir heute helfen? Ich will mich nur unterhalten. Hallo. Was? Crymo ist so süß. Wer ist Crymo? Ist das die Ente? Crymo? Ja, so heißt die Ente. Marco hat ihr diesen Namen gegeben. Och, das ist irgendwie süß. Klingt das nicht cool? Aber vielleicht wird sie zu einem großen Monster heranwachsen und das ganze Dorf vernichten. Das würde Crymo niemals tun. Es ist ein gutes Monster. Oh, Crymo. Hey! Bruder, danke für deinen Einsatz vorhin. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Ich werde immer stärker und kann diese Ruinen problemlos durchstreifen. Okay, okay, ich hab's verstanden, danke. Gut, dann ist natürlich jetzt die Frage, wie ich weiter vorgehe. Ich möchte noch jemanden in die Stadt holen, dazu muss ich mich aber mit jemand anderen, nämlich mit Tabata, besser anfreunden. Oder habe ich hier schon in der Stadt die Person? Hab ich das schon gemacht? Nee, oder? Tabata? Ich muss mich doch mit Tabata besser anfreunden. Was muss ich machen? Und ich will noch ein paar Events mit Protik eigentlich gerne triggern. Die Frage ist natürlich immer bei so etwas, wie viel man davon offscreen und wie viel man davon onscreen macht. Weil wirklich spannend jetzt da irgendwie, ich weiß nicht, so 10, 20 Minuten lang für Cinnamon Magic Crystals zu farmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, das so eine Folge lang zu machen. Oder jetzt hier für Tabata,
ihr Haferschleim zu kochen, damit sie sich freut und wir uns besser anfreunden. Hey! Naja, ich quäle gerne Monster. Das Wetter ist so abscheulich gut. Ja, du sag es echt. Ja, das, aber das müssten wir eigentlich machen. Ich guck mal, ich weiß gar nicht, was macht er denn? Die macht ja so Haferschleim oder sowas. Aber ich glaube, das lässt sich hier irgendwie so mit Milchreis oder sowas übersetzen. Mal Hafer oder Getreide oder sowas haben wir ja hier nicht direkt. Wir haben jetzt hier noch sowas wie Reis. Das macht das hier auf jeden Fall ganz gerne. Ich weiß noch, dass man auch mit Tebeffe auf jeden Fall, ich muss hier mal ein bisschen so bisschen nebenbei googeln. Ich weiß, ich gucke mal, dass sie zum Beispiel, ich weiß, dass sie zum Beispiel sowas wie Sashimi überhaupt nicht mag, weil es natürlich so voll tier- und monsterfreundlich ist. Und dann rastet ihr aus, wenn man ihr tote Tiere gibt. Also auf gut Deutsch, sie wäre hier voll der Gutmensch-Veganer, wenn sie eine Real-Life-Person wäre. Oatmeal, Rice and Milk in Pot. Ja, das klingt gut. Das ist ihr Favorite. Ja, Rice and Milk. Die Frage ist, haben wir genug Rice? Haben wir überhaupt Rice? So ein Scheiß. Wir gucken mal. Was ist das? Das ist Milchpudding. Das wollen wir nicht. Das ist Butter. Das sieht nicht gut aus, ne? Kastanien haben wir noch. Wusste ich gar nicht. Ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Perfekt. Kann auch nicht. Boah, es wird immer besser hier. Bam. Gut, dann können wir jetzt für Tabata ganz viel kochen. Am Topf. Was war das jetzt? Level 80 der Kochfähigkeit. Krass. Haferbrei. Aus Reis und Milch macht man Haferbrei. Merkt euch das, liebe Freunde. Oh, ja, wir haben ja jetzt die Level 99 der Kochfähigkeit. Da ist das durchaus legitim. Und dann machen wir jetzt ein bisschen Haferbrei, schenken ihr das und dann kommt nämlich auch jemand in die Stadt. Das so gegen Ende des Spiels kann man das ja mal so aus Spaß mal doch machen. Ich. Carbonara? Kann man auch Käse machen? Man kann Käse machen, cool. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas falsch gemacht, oder? Nee, gut, alles richtig. Ich überlege gerade auch. Ist ein Brotig? Das dauert bestimmt aber auch ewig bis. Oder? Ich kann gerade auch nicht einschätzen, wie lange das dauert, bis wir das 10. Herz bei Cinnamon haben. Eigentlich ging das relativ schnell, oder? Schauen wir mal. Ich brauche auf jeden Fall noch ganz viel Haferbrei und schenke davon Unmengen an Dingen. Unserer Lieblings. Wer ist das? Ey, ich wollte doch eigentlich. Ich habe zu spät gedrückt. Ich bin doof. Regnet's draußen? Entschuldigung. ja. Ich bin total durch den Wind. Ich nehme mir auch wieder zu den unmöglichsten Zeiten auf. Ich sollte eigentlich aufhören, euch das immer zu erzählen. Das ist ganz furchtbar. Wir haben es gerade. 4:45 morgens. Wir haben es 4:46 Uhr, genau in diesem Moment. Ja, ich habe die merkwürdigsten Aufnahmezeiten. Das ist, geht eigentlich gar nicht. Jeder Mensch schläft und ich nehme hier auf. Ich muss morgen nicht arbeiten. Das ist meine ultimative Ausrede. So. So. Ein bisschen dauern. Haferbrei. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann auch einfach alles auf einmal schenken, oder? Also bei den Freundschaftspunkten tut es, glaube ich, keinen Abbruch der Sache. Das, aber ich weiß nicht, wie das mit den Herzen ist. Ob man da irgendwie das lieber verteilen sollte oder so. Haferbrei. So. Ich schleime mich bei den Babes an. Bei den geilen Babes. Ich weiß gar nicht, wo Tabata gerade ist, aber wir werden sie schon finden. So, habe ich jetzt hier mal alles aufgekocht? Ich weiß gar nicht. Ich habe. Ich mache einfach mal, bis nichts mehr geht. So 18 Mal oder so werde ich kochen können, ne? Ich
gerade kein Gefühl, wie oft wir das jetzt... Oh, okay, das war's. Hä? Preisprall. Hä? Achso, das war jetzt einfach dann nur verdammter Reisprall. Gut. Was anderes als Haferbrei. Weil wenn man an Reisbrei, Milch macht, wird's Haferbrei. Das wissen wir doch alle jetzt. Gut, die Frage ist, wo ist sie? Wo ist sie, wo ist sie? Sie hat am 12. Ah, okay, wir haben den Geburtstag verpasst. Schade. Wir haben da, before marriage. Okay, wir gucken mal. Ich will mich nicht mehr überrechnen. Was haben wir denn jetzt hier Montag bis Freitag? Sunny and raining. Es scheint... Was haben wir denn für einen Tag? Wir haben einen Montag. Und wir haben 13.25 Uhr. Also wird sie in der Villa sein. Okay. Dann gehen wir zur Villa. Gut. Und danach können wir nochmal für Cinnamon ein paar Magic Crystals sammeln. Komm, scheiß drauf. Ich mach das jetzt alles onscreen. Und dann... Können wir sie bald heiraten. Also jetzt Cinnamon. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Freundschaftspunkte wir bei ihr dafür brauchen. Ich guck mal kurz. Just for the Lulz. Wo ist es denn? Wie viele Freundschaftspunkte brauchen wir denn? Oh, wir brauchen 6 Liebespunkte. Bitte was? 6 Liebespunkte? Das ist viel. Ich hatte die aber bis jetzt immer gehabt. Ich habe mich anscheinend immer sehr gut mit Tabata verstanden. Ja, wir haben gerade mal das 3 Liebespunkte bei ihr. Oh, das wird eine lustige Sache. Biancas Elfenmarkt. Wo ist denn jetzt hier Biancas Elfenmarkt? Das muss man wohl auch jetzt auch nebenbei noch machen. Muss bei ihr einschleimen. Oh Gott, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch so viel zu tun. Das nimmt kein Ende. Ist Bianca wenigstens hier? Nee, wo ist denn Bianca? Good day to you. Hallo, Yumi. Lebst du mit Bianca alleine hier? Ja, ich kümmere mich selbst um Bianca. Und das Anwesen. Oh, das klingt aber nach sehr viel Arbeit. Ja, aber es macht mir Spaß. Und es ist eine sinnvolle Arbeit. Ob das sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Es macht mir Freude, ein so großes Haus in Stand zu halten. Warum versuchst du es nicht auch einmal, Yumi? Es geht mir gut. Oh, das ist aber schade. Oh, es geht mir gut. Oh, wie schade. Ja, danke. Ja, Sauerbrei. Thank you very much. I really love rice porridge. It's good for your health too. Ah, ach so. In echt heißt es dann doch Rice Porridge. Das ergibt mehr Sinn. Als Haferbrei. Na gut, wir schenken ihr jetzt hier ganz viel Haferbrei. Und hoffen, dass sie uns dann danach total gut findet. Wir müssen auf jeden Fall dann noch das Herz-Event mit ihr machen. Das Herz-Event. Ich habe das gerade unglaublich sächsisch ausgesprochen. Ja. Du liebst es. Wir wissen es. Ja. Ja, du wirst ganz fett, so viel Wischi davon geben. So viel kannst du gar nicht essen. Alter, wie viel haben wir gemacht? Ja. Wir hatten doch, ich merke mir, wir hatten davor bei ihr 3 Herzen. Mal gucken, wie viel wir jetzt am Ende haben. So. Gucken, wie viele Herzen wir jetzt bei ihr haben. 4. Hat sich ja gelohnt. Gut, ja, dann muss ich ihr einfach ein bisschen mehr schenken. Immerhin haben wir jetzt schon 8 Freundschaftspunkte bei ihr. Wir sind jetzt schon sofort Best Friends quasi. Gut, sie braucht noch ein bisschen. Vielleicht ist aber auch ein Herz pro Tag, was man aufsteigen kann. Das Maximum, das kann auch sein. Wir gucken mal. Dann werde ich noch ein bisschen mehr Rice Porridge besorgen. Und dann kriegt man noch eine Person in die Stadt. Some monsters can lay eggs, while some can provide milk. Eggs and milk, like produce, can be shipped or used in cooking. Danke. Gut. Haben wir das auch gemacht. Erledigt. Ach ja, du kümmerst dich um Francois. Oh. Hi. Letztens hat Francois was gegessen.
was ich ihm gegeben habe. Und nicht Tabethas Essen, also Tabethas Essen. Das fühlt sich irgendwie gut an. Oh. Möchtest du ein klassisches Gericht haben? Wie kann man mir noch so diesen Müll schenken? Weiß nicht, ich hab's einfach getan. Es war mir zu schade, das wegzuwerfen. Okay, ich rede nochmal mit ihr, komm. Es tut mir schon fast ein bisschen leid, dass ich in diesen Müll schenke und abhaue. Mir ist langweilig. Kennst du vielleicht irgendwas Lustiges, das man hier unternehmen könnte? Nein, gegen Monster kämpfen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, ich war dann jetzt offscreen noch ganz lustig, mich mit Tabetha anfreunden. Mit Tabata meine ich natürlich. Und für Cinnamon noch ein paar Magic Crystal sammeln. Ich denke mal, das kriegt man soweit ganz gut hin. Puh, gut. Und dann würde ich mal sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie lange geht denn die Folge schon? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke mal, die Folge geht schon lang genug. Sage ich jetzt einfach mal. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal soweit Schluss für die Folge und sehen uns dann wieder, wenn ich ein paar Magic Crystals habe und ja, ein paar Mal diesen Haferbrei, was auch immer. Ja, das wird jetzt bestimmt ein paar Tage dauern. Also ein paar Ingame-Tage für mich. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch so im Anschluss alles aufgenommen kriege, dass das alles kein Problem ist. Ich will nicht wieder so eine unnötige lange Pause dazwischen haben. Ich kann nicht versprechen, dass es nicht so ist. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Ich kann jetzt wieder regelmäßig aufnehmen. Und ganz unter uns. Ich glaube, die meisten von euch wollen eh nur Harvest Moon und das bald rauskommende Story of Seasons gucken. Ja. Aber das ist ja trotzdem ein Herzensprojekt hier. So ähnlich wie Yooka-Laylee oder Banjo-Kazooie oder so. Was nicht so viele gucken, aber es ist mir wichtig, das zu machen. Ja, ich rede im Kreis. Gut. Ja. Meine Verabschiedungen dauern teilweise immer übelst lange. Es tut mir leid. Gut. Dann ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you made it, let's play Rune Tech Chubby Frontier. Bye.